Herzlich willkommen in einer ganz besonderen Ausgabe dieses Formats. Normalerweise spreche ich hier mit verschiedenen Wissenschaftlern, Unternehmern und Medizinern darüber, wie du dein volles Potenzial entfalten kannst und voller Energie und Leidenschaft durch den Alltag gehst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich mitgebracht. Dieser junge Mann hatte vor etwa 10 Jahren verschiedene gesundheitliche Probleme, bei denen ihm kein Arzt so richtig helfen konnte. Also hat er sein Schicksal in die eigene Hand genommen und eine Reise angetreten, die ihn zu den Bergen Nepals führte, wo er verschiedene Naturvölker besuchte. Er hat mit mexikanischen Indianern ums Lagerfeuer getanzt und Experten aus den Feldern der Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften in den USA, England und anderen Ländern Europas besucht. Die Erkenntnisse, die er dabei gesammelt hat, hat er für sich eingesetzt, um wieder zu voller Energie und Gesundheit zu finden. Aber da hat er noch nicht aufgehört. Er hat genau diese Erkenntnisse genutzt, um eine Online-Plattform aufzubauen, die in den letzten Jahren Millionen von Menschen dabei geholfen hat, auch in ihre eigene Kraft zu kommen. Die Techniken, die er dafür einsetzt, hat er unter dem Banner Biohacking zusammengefasst. Und diese Techniken sind so effektiv, dass diese Biohacks, die er benutzt, regelmäßig in Formaten wie ProSiebens Galileo, der Men's Health, der Women's Health und der Fit for Fun gefeatured werden. Die Online-Plattform, von der ich gerade gesprochen habe, heißt Prime Estate und der Gast, den ich hier dabei habe, ist Janis Budde, ein guter Freund und Geschäftspartner. Hallo, Janis. Ja, vielen Dank, Raphael. Ich glaube, so schön wurde ich noch nie vorgestellt, aber ich könnte mich tatsächlich dran gewöhnen. Ja, das war auch meine Intention, so ein bisschen. Ich würde gerne heute mit dir über drei Themen sprechen. Einmal Gesundheit, einmal, was ist die richtige Ernährung für eine Person und einmal, wie können wir heutzutage besser mit Stress umgehen. Aber ich würde sagen, lass uns mit dem Anfang starten. Was ist aktuell in Deutschland, in Europa der Status quo, was Gesundheit überhaupt betrifft? Wie sieht es da bei den Menschen aus? Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich glaube, wir fangen mal an. Wir haben vor 2,5 Jahren ein Video veröffentlicht, in dem wir auf die Gefahr von vielen, ich sag mal, Lebensmitteln auf die Gesundheit eingegangen sind. Und ein besonderes Lebensmittel war darin Zucker. Und dieses Video wurde über 1,5 Millionen Mal aufgerufen und über 1000 Mal geteilt. Und die Diskussion darunter war der Wahnsinn. Also, was wir für ein Feedback bekommen haben, es hat uns gezeigt, hey, wir sind gerade in einer sehr richtigen Richtung unterwegs. Und viele Menschen merken, dass irgendwas mit dem System nicht stimmt. Also auf der einen Seite haben wir jede Woche gefühlt neue Durchbrüche in der Medizin. Wir stellen teilweise Organe im Reagenzglas her. Auf der anderen Seite aber fühlen sich immer mehr Menschen energielos. Sie fühlen sich schwach, sie haben Konzentrationsprobleme. Und irgendwie haben sie das Gefühl, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt, aber keiner kann ihnen helfen. Und was da auch sehr, sehr interessant ist, dass 2017 es eine sehr interessante Studie gab, und zwar die Global Burden Disease Study. In der wurden über 195 Länder untersucht, über 28 Jahre lang. Und was man da rausgefunden hat, in speziellen Europa, war ziemlich schockierend. Die Lebenserwartung steigt zwar, und das weiß auch eigentlich jeder, was aber die wenigsten wissen, ist, dass die Jahre, in denen Menschen in Krankheit quasi am Ende ihres Lebens verbringen, doppelt so schnell steigt als die Lebenserwartung. Krass. Das heißt, Menschen leben immer länger, also Lebensspanne steigt, aber die Lebensqualität steigt nicht an oder wird kleiner. Wie kann das sein? Genau, und das ist ziemlich krass. Das ist eigentlich kein normaler Zustand, das ist kein normaler Alters. Es ist keine Altersbegleiterscheinung, wie viele Menschen das glauben. Also wir waren vor einer Woche nach auf einem schamanischen Ritual, wo Tatakachora war, ein mexikanischer Schamane, der über 105 Jahre alt ist, und der Mann hat noch nie eine Arztpraxis von innen gesehen und der lebt quasi mit der Natur im Einklang. Der kennt heute noch über tausende Kräuter auswendig und deren Wirkung auswendig, und das zeigt mal wieder, dass wenn du einen richtigen Lebensstil pflegst und entsprechend auch dafür sorgst, dass es deinem Körper gut geht, dass deinem Geist es gut geht, dass du auf dich hörst, du sehr viel gesünder altern kannst und deine Lebensqualität entsprechend auch steigt. Okay, krass. Das heißt, wenn wir uns diesen Tatakachora angucken und seine Leute, das heißt, wie alt ich mich fühle, hat viel mehr mit den Entscheidungen zu tun, die ich treffe, wie ich lebe, als mit dem Alter auf dem Personalausweis oder der Genetik, das wie viele Leute glauben. Definitiv. Also die Genetik spielt natürlich mit rein, aber es gibt noch einen weiteren Punkt, das ist die Epigenetik. Das ist quasi die Wissenschaft, welche Gene an- und ausgeschaltet werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Präposition quasi zu Fettleibigkeit habe, ein Gen dafür, dann kann ich das durch einen gesunden Lebensstil ausschalten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also die Menschen haben eigentlich ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität selbst in der Hand. Sie sind nicht ihren Genen ausgeliefert. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und genau. Okay, krass. Thema Epigenetik kommen wir vielleicht tatsächlich am Ende auch noch drauf zu sprechen. Allgemein, wenn jetzt eine Person zuhört und wir gesagt haben, okay, pass auf, die Art, wie du lebst, hat was mit deiner Epigenetik zu tun. Das heißt, du kannst sehr, sehr, sehr viel selbst entscheiden. Was zählt denn als gesund? Man kann ja jetzt, es
Wahrscheinlich kann nicht jeder wie so Tataka Chora im Wald leben und ums Lagerfeuer tanzen. Was ist eine Sache, die wichtig ist, damit ein Mensch gesund lebt? Oder die wichtigste vielleicht? Es gibt ja Ernährung, Bewegung, verschiedene Sporteinheiten, Meditation. Es gibt so viel. Worauf soll man sich fokussieren? Natürlich sind alle Punkte wichtig. Alle sollten quasi in einem, ich sag mal, ganzheitlichen Lifestyle beachtet werden. Ich denke aber, einer der wichtigsten Punkte ist die Ernährung. Oder eines der wichtigste Punkte ist die Ernährung, weil die Ernährung einfach für viele Menschen greifbar ist. Das ist etwas, was sie sowieso jeden Tag tun. Stressminimierung beispielsweise ist für viele Menschen ein abstrakter Begriff, aber da können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und es geht wirklich bei der Ernährung darum, dem Körper die richtigen Bausteine zu liefern, um quasi einen stabilen Körper aufzubauen. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du jetzt ein Schloss bauen möchtest und du verwendest dafür Plastiksteine, ist das natürlich ein Schloss, was nicht wirklich stabil ist. Und wenn du jetzt eine Ernährungsweise hast, die kaum Nährstoffe enthält, aber eine extrem hohe Energiedichte mehr oder weniger ist, sowas wie Fastfood etc., dann hat der Körper nicht die Bausteine, um wirklich einen stabilen, gesunden Körper zu bauen. Und das ist einmal wichtig zu verstehen. Es geht um die Qualität der Lebensmittel, die man zu sich nimmt. Okay, also die Qualität der Bausteine. Jetzt ist es so, wenn ich mit Menschen spreche, es gibt ja, dann werden mir ganz viele Ernährungsformen um die Ohren gehauen. Ne? Die einen sagen, hey, vegan, die anderen sagen, nein, vegetarisch, die anderen leben nach der Atkins-Diät, Paleo, Keto, Low Carb, High Carb, was auch immer. Was ist dein Take für die Sache? Was ist eine gesunde Ernährung? Genau, also die Studienlage ist ziemlich, ich sag mal, bunt. Das liegt daran, dass natürlich auch die Lebensmittelindustrie ihre Finger im Spiel hat. Ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien hier vorantreiben, aber ist es natürlich Fakt, dass sie auch viele Studien vorantreiben. Und die Ernährungswissenschaft ist eine sehr ungenaue Wissenschaft, weil um eine perfekte Studie aufzubauen, müsste man quasi 10.000 Menschen für, ich sagte mir, 20 Jahre in ein Hotel einsperren. Die müssten alle gleich leben und erst dann könnte man quasi unterscheiden, hey, wie wirkt die einzelne Ernährungsform? Man kann jede einzelne Ernährungsform gut und man kann sie schlecht betreiben. Was wir in den letzten 5 Jahren allerdings bei Prime Estate gemerkt haben, ist, dass die ketogene Ernährungsform eine Ernährungsform ist, die den Menschen sehr dabei hilft, lange gesättigt zu sein, den Heißhunger beiseite zu schieben und den Körper so ein bisschen in seinen natürlichen Stoffwechselzustand zu bringen. Okay, also ketogene Ernährung als Einstiegsmöglichkeit. Wie genau sieht das aus? Genau, da werden jetzt wahrscheinlich einige Menschen schockiert gucken. Die ketogene Ernährung nimmt bis zu 80% der Kalorien, die man zu sich nimmt, über Fett zu sich. Das heißt, Fett ist der Hauptenergieträger. Und das hat gezeigt, dass sich tatsächlich, entgegen was man jetzt glauben würde oder denken würde, dass sich die Cholesterinwerte verbessern, dass sich die Blutzuckerwerte bessern und dass man generell einfach eine stabilere Energiezufuhr hat. Genau. Okay, krass. Also ganz viel Fett. Ich würde gleich gerne mal fragen, weil du hast mir von der ketogenen Ernährung hier auch schon mal erzählt. Mhm. Ich habe es auch schon selber ausprobiert. Ich finde sie auf jeden Fall krass. Ich werde gleich nochmal über Fette sprechen, weil das irritiert auch viele Menschen. Ja, aber jetzt für ein kleines Zwischending, wenn jetzt irgendeiner die ketogene Ernährung ausprobieren möchte, wie kann man sich da mehr darunter vorstellen, wie kann ich da jetzt starten? Genau, und das ist auf jeden Fall eine Sache, da haben wir ein super tolles Startpaket. Geh einfach mal auf www.primal-state.de/keto, also K-E-T-O, und dort findest du dann ein Startpaket mit 15 ketogenen Rezepten, mit deinem Beispielernährungsplan, mit den ganzen Vorteilen nochmal, mit echten Keto-Boostern, also bestimmte Lebensmittel oder halt Interventionen, die man machen kann, um schnell in die ketogene Ernährung einzusteigen, um in diesen, und da geht es halt wirklich um die ketogene Ernährung, um diesen speziellen Stoffwechselzustand der Ketose zu kommen. Und genau, auf www.primestate.de/keto findet man all diese ganzen Sachen. Okay, richtig gut. Dann würde ich da gerne einmal in die Debatte einsteigen. Stichwort Fett. Es gab ja vor einiger Zeit, das hast du auch mitbekommen, du hast es ja auch sogar kommentiert, ja, diesen reißerischen Vortrag zum Thema Kokosöl ist reines Gift. Und da wurden Fette allgemein ein bisschen schlecht geredet. In der ketogenen Ernährung werden viele Fette konsumiert. Mhm. Wo passt das zusammen? Ist Fett gesund? Macht Fett Fett oder nicht? Sag mal gerne durch. Also es hängt immer noch mit der alten Studie von Ansel Keys zusammen, der quasi gesagt hat, gesättigte Fettsäuren sorgen für Herzinfarkte. Und das wurde mittlerweile mehrfach widerlegt. Und damals die Studie wurde auch nicht richtig interpretiert. Das muss man auch noch dazu sagen. Hinzu kommt, dass häufig Studien so angelegt sind, dass die gesättigten Fettsäuren halt aus
Fastfood kommt, ja, also gesättigte Fettsäuren aus Frittierfett etc. Und das sind natürlich Fette, die überhaupt nicht gesund sind. Wenn ich jetzt allerdings mal anders denke und in eine andere Richtung gehe und sage, hey, ich nehme kaltgepresstes natives Kokosöl, ich verwende natürlich aber auch einfach ungesättigte Fettsäuren aus Olivenöl, aus Fischöl etc. und kombiniere das, dann ist es eine ganz andere Geschichte und man muss es alles ein bisschen differenzierter betrachten. Fett ist gesund, wenn ich es aus den richtigen Quellen nehme. Und eine wunderbare Energiequelle auch für den Körper. Und das Tolle an Fett ist, dass es anders als Zucker auch sehr, also quasi in unserem Körper in großen Mengen gespeichert ist. Auch wenn ich jetzt eine schlanke, dünne Person bin, habe ich genug Fett, um davon mehrere Tage zu zehren. Und wenn ich jetzt auf quasi Fettverbrennung umgestiegen bin, mein Körper also wirklich in diese Ketose, die durch die ketogene Ernährung ausgelöst wird, umsteigt, dann switcht quasi der Hauptenergieträger Glucose zu Fett. Und dann hat mein Körper durchgängige Energie und man hat nicht diese, ich sag mal, diese Zuckerachterbahn, die man typischerweise hat. Beispielsweise nach einer Portion Spaghetti Bolognese fühle ich mich richtig schlapp danach. Warum? Weil mein Blutzucker erstmal ansteigt, dann schlägt der Körper quasi Alarm, sagt, hey, Insulin muss raus, damit der Zucker in die Zellen kommt und dann plötzlich fällt der Zucker oder der Blutzucker unter den Normalwert und ich fühle mich matt, ich fühle mich schlapp und ich habe plötzlich das Gefühl, ich muss wieder was essen. Und das fällt bei der ketogenen Ernährung komplett raus, weil der Körper eine stabile Energieversorgung hat. Okay, verstehe. Also zusammengefasst, wie es bei verschiedenen Lebensmitteln wahrscheinlich so ist, es gibt gute und schlechte Qualität und es hängt immer davon ab. Man kann nicht pauschal sagen, hey, Fett ist böse oder hey, Kohlenhydrate sind böse. Es ist nicht der Makronährstoff, sondern das Lebensmittel an sich, das das entscheidet. Genau, und deswegen sagen wir beispielsweise bei Prime State auch, hör auf, Kalorien zu zählen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Beispielsweise eine Kalorie ist eine Kalorie. Wenn ich jetzt aus Cola, ich sag mal, wenn ich ein Glas Cola trinke und die Kalorien mit einer, weiß ich nicht, Avocado vergleiche, welche Kalorien sind da gesünder? So, ne? Also eine Kalorie ist zwar im Labor isoliert irgendwie eine Kalorie, aber wenn ich das Ganze im normalen Leben dann anwende, dann kann ich das nicht vergleichen miteinander. Das ist ein komplett anderer Paar Schuh. Ja, das heißt vom Mindset, sag ich mal, du achtest mehr auf das Lebensmittel als auf den Nährstoff. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe auch mal vor vielen Jahren, vor der Zeit von Prime State, Low Carb gelebt. Ja. Das heißt wenig Kohlenhydrate gegessen. Für mich war Low Carb ein halbes Hähnchen mit Remoulade. Ja, genau. So, und das ist ja auch Low Carb. Und dazu dann die Coca-Cola Light. Genau, dazu eine Coke Light, genau, und wirklich. Ja. Da sind ja keine Kalorien drin oder kaum Kalorien. So. Aber so funktioniert der Körper nicht. Also Lebensmittel sind Informationen, die der Körper aufnimmt und auch verarbeitet. Beispielsweise, wir können gerne bei Coca-Cola Light oder bei einer Cola Light einhaken. Dort ist Sucralose drin oder Aspartam als Süßungsmittel. Und das hat zwar jetzt keinen Energiewert quasi, keine Kalorie, aber man hat in verschiedenen Studien herausgefunden, dass es das Mikrobiom verändert über eine längere Zeit. Und das Mikrobiom ist total wichtig, um Nährstoffe herzustellen, um bestimmte Botenstoffe herzustellen. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, dann leidet natürlich auch die Gesundheit darunter. Ja, das Mikrobiom sind die Darmbakterien im Darm. Genau, das sind die Darmbakterien, die im Darm sind. Und es gibt quasi gute Bakterien im Darm. Es gibt auch in Anführungszeichen schlechte Bakterien im Darm, die zwar immer da sind, allerdings nur ganz, ganz kleinen Stückzahl. Und wenn das Mikrobiom kippt durch sowas wie Sucralose oder zu viel Zucker und andere ungesunde Lebensmittel, dann werden diese Bakterien mehr, kriegen quasi die Überhand. Und man könnte sich dann sogar gesund ernähren und diese Bakterien verstoffwechseln die Nährstoffe zu irgendwelchen Endotoxinen, die quasi den Körper schädigen, dafür sorgen, dass wir uns matt fühlen, nicht gut fühlen. Und das muss man auf jeden Fall im Kopf behalten. Die Lebensmittelqualität ist extrem wichtig. Okay, cool. Das heißt, ich würde gleich gerne auf das nächste Thema kommen, was, glaube ich, da richtig gut reingeht. Ich fasse mal kurz zusammen, wie ich das gerade verstanden habe. Du hast davon gesprochen, Lebensmittelqualität ist essentiell. Es gibt ganz viele verschiedene Ernährungsformen, aber alle haben gemeinsam sehr viel buntes Gemüse, keine künstlichen Extrastoffe. Absolut, ja. Die ketogene Ernährung ist eine Ernährungsform, die ein ganz bestimmtes Verhältnis Fettkohlenhydrate, Proteine hat, die einem hilft, nicht so viel Willenskraft, Disziplin zu brauchen, keinen Heißhunger provoziert, sondern dass man hat eine sehr einfache Form, halt sich gesund zu ernähren. Jetzt gibt es ja Leute, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, es gibt ja Leute, die den Eindruck haben, dass sie sich sehr gesund ernähren, aber trotzdem viele Probleme haben. Und diese Leute erlebt man häufig als sehr gestresst. Wo ist Stress der Pfeiler, der in Gesundheit mit einbaut? Wie schlimm ist Stress überhaupt? Ja, ich würde sogar sagen, dass Stress fast noch schlimmer ist als eine ungesunde Ernährung, weil Stress ist jetzt evolutionär betrachtet, schauen wir uns einmal evolutionär an, das versteht man relativ leicht. Stress bedeutet immer Gefahrensituation, Stress bedeutet, hey, irgendwas passt gerade nicht, das Leben ist gerade in Gefahr. Unter anderem, also hoher Stress,
Und dieser hohe Stress, der sorgt dafür, dass Energie bereitgestellt wird für den Körper, um diese Gefahr quasi entweder auszumerzen oder ganz schnell abzuhauen. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag über gestresst bin, dann ist es quasi heutzutage immer noch, und den Stress machen wir uns nicht mehr irgendwie real, sondern hier im Kopf, ist es immer noch so, dass unser Körper denkt, hey, das Leben ist gerade in Gefahr. Und wenn das dauerhaft der Fall ist, über den ganzen Tag quasi unsere Stresshormone zu viel sind, also Stresshormone sind zwar wichtig, aber wirklich zu viel über einen längeren Zeitraum, dann ist es unheimlich ungesund. Und Stress ist eigentlich so ein abstrakter Begriff, der ist sogar in Mode gekommen. Es ist irgendwie mittlerweile cool und fancy, gestresst zu sein. Was die wenigsten aber wissen, ist, dass Stress in wirklich greifbarer Form von Cortisol durch unsere Blutbahn geht und dafür sorgt, dass Muskeln beispielsweise abgebaut werden, dass unser Blutzucker dauerhaft erhöht ist, was unglaublich ungesund ist und was beispielsweise auch Herzinfarkte vorantreibt, was zu auch Entzündungsprozesse im Körper führen kann. Und irgendwann, wenn wir dann zu lange Stress haben, ist plötzlich der Burnout da, weil die Nebennierenrinde nicht mehr genügend Stresshormone produzieren kann. Und da ist dann der Super-GAU. Und Stress ist tatsächlich eine der wenigsten Sachen, die wirklich hundertprozentig valide dafür quasi verantwortlich sind, dass unsere Lebensqualität in Form von Krankheiten sinkt und unsere Lebensspanne auch verringert. Okay, das heißt, ich sag's mal ein bisschen pointiert, es ist nicht unbedingt das Kokosöl das reine Gift, aber Stress auf jeden Stress Fall. Stress ist definitiv das reine Gift, reinkommt. Genau, wenn es denn zu viel ist. Also jeder Mensch ist ganz natürlich gestresst. Auch wenn wir im Flow sind, haben wir einen ganz, ganz geringen Stressanteil da drin. Stress ist wichtig, um überhaupt energiegeladen zu sein. Morgens, wenn wir aufstehen, wird auch Cortisol ausgeschüttet. Aber nicht, überhaupt gar nicht in der Menge, in der es heutzutage in unserer Gesellschaft, speziell im Stadtleben, und in der Arbeitswelt erhöht ist. So, das ist wichtig zu verstehen. Du hast mir vor ein paar Tagen, was glaube ich erst mein Beispiel und eine Frage gestellt, in Naturvölkern, wann hatten Menschen damals überhaupt Stress? Um das mal einmal gegenüberzustellen, weißt du das noch? Kannst du noch wiederholen? Ja. Das war richtig. Das hat mir einmal richtig gezeigt, wie krass der Unterschied definitiv ist. Definitiv. Also Naturvölkern, du lebst in der Natur und jeder kennt das. Wenn man in der Natur ist, sinkt der Stress. Man ist viel ruhiger, man denkt viel weniger über den Stress auf der Arbeit nach oder ist quasi auch nicht in der Stadt, wo die ganzen lauten Autos um einen herumfahren und man allein schon dadurch irgendwie so ein Stresslevel hat und denkt, oh, ich will hier einfach nur raus oder ich möchte irgendwie durch, sondern du bist in einer ruhigen Natur. Du hast einen Stamm um dich herum, der dich liebt, der dich aufnimmt, wo du jeden Einzelnen kennst. Keiner von denen ist eine potenzielle Gefahrenquelle erstmal. Ne? Natürlich gibt es auch sicherlich unter Naturvölkern Sympathien und Dissympathie, aber der Stresslevel da ist so gering, weil es eigentlich keine Gefahr wirklich fürs Leben gibt. Die gibt es einfach nicht. Außer wenn es Nahrungsknappheit beispielsweise gibt, okay, da ist man gestresst, ganz natürlich, um quasi da zu sein, um fokussiert zu sein, um diese Nahrung zu finden. Oder aber, wenn ein gefährliches Tier auf dich zukommt oder irgendein anderer Unfall passiert. Aber das ist wirklich alles natürliche Situation, in denen Stress auch super wichtig ist, ne? Damit man quasi da ist, dass man energiegeladen ist und diese Gefahrensituation auch ausschalten kann. Und das Tolle ist, der Stress, der stellt dir Energie zur Verfügung. Die Naturvölker verbrauchen diese Energie aber auch in Form von Bewegung. Und das tun wir in unserer quasi tollen Bubble nicht, wo wir auf dem Bürostuhl sitzen, uns über unsere, Kollegen aufregen, wo wir Stress vom Chef haben und da sitzen und eigentlich ja keinen Bock mehr haben und wir verbrennen diese Energie gar nicht. Und das ist totales, also ist absolutes Gift. Okay, krass. Also zusammengefasst, wie ich das jetzt gerade verstehe, ist, in Naturvölkern kann es sein, dass du über Wochen hinweg kein einziges Mal unter großem Stress stehst. Vielleicht mal so ein bisschen. Bei uns ist es so, dass man teilweise nicht eine Minute keinen Stress hat im Alltag durch diese Umwelt. Was kann man, ein, zwei Sachen, die man konkret tun kann, um den Level runterzubringen? Weil es fällt vielen Leuten massiv schwer. Ja, das fällt auch mir schwer. Ich glaube, wir beide stehen auch vor dieser Herausforderung, was tue ich? Es gibt Radikallösungen. Zieh aufs Land, in die Natur, geh regelmäßig in der Natur, betreib auch Sport, das ist auch wichtig. Am besten irgendwie mal so was Soziales, auch in so einem Teamsport. Es muss nicht immer auf Performance aus sein. Es muss nicht immer irgendwie, ich muss jetzt gewinnen. Also speziell die High-Performer haben halt das Problem, dass sie ihren eigenen Körper gar nicht mehr spüren und dass Stress quasi ein Dauerzustand ist. Und auch im Sport oder anderen Sachen geht es halt immer um Performance, Performance, Performance. Und sich da einfach mal zurücknehmen. Anfangen auch mal spielerisch was zu tun. Es muss kein Outcome da sein. Es muss einfach mal nur in dem Moment sein. Ich glaube, das ist so der Punkt, im Moment sein. Einfach mal diesen einen Moment wirklich bewusst wahrnehmen. Und das kann man halt, wie gesagt, durch spielerische Sportarten. Das kann man aber auch durch Interventionen, wie beispielsweise, wenn man auf seinem Arbeitsplatz sitzt und man merkt, boah, ich bin gerade mega gestresst.
Schließ einmal kurz die Augen. Geh einmal durch deinen gesamten Körper. Spür deinen Körper mal. Und du merkst, innerhalb von 3 Minuten fährst du extrem runter. Und das ist eine Sache, wo man auch erwiesenermaßen, also man könnte auch wirklich den Cortisol dann messen, der würde erwiesenermaßen sinken. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die die Menschen immer im Hinterkopf haben müssen. Es ist Cortisol, also was Greifbares, was im Körper ausgeschüttet wird bei Stress. Und das kann ich auch effektiv sinken. Das könnte man auch messen. Das gibt vielleicht eine gewisse Motivation, dass Menschen halt darauf achten, entspannter zu sein. Ich persönlich meditiere jeden Tag 1 Stunde. Ich schaffe es natürlich nicht immer, aber ich versuche schon auf die Stunde zu kommen, weil ich verschiedene Modelle ausprobiert habe. Ich habe diese 3 Minuten ausprobiert, die auf jeden Fall besser, viel, viel besser sind als nichts zu tun. Aber wenn man es schafft, 1 Stunde zu meditieren am Tag, dann sorgt man dafür, dass nicht nur der Stress gesenkt wird, sondern dass sich das Gehirn auch komplett neu verdrahtet und der Stress einfach gar nicht mehr so schnell aufploppt, beziehungsweise diese verrückte Stimme im Kopf, die dir eigentlich den Stress auslöst, leiser wird und man so entspannter durchs Leben gehen kann. Du hast jetzt gerade viele Dinge gesagt zum Thema, mach etwas Spielerisches, Teamsport, irgendwelche anderen Spiele, sei im Moment, genieß deinen Atem, Meditation. Ich würde gerne noch mal ganz kurz in 2 Sätzen über das Thema High Performance mit dir sprechen, weil viele Menschen verstehen den High Performer falsch heutzutage. Viele Leute gehen hin und wollen härter arbeiten, weniger schlafen, noch mehr leisten, noch mehr erreichen. Das klingt, was du gerade gesagt hast, nicht unbedingt genau so. Was verstehst du unter High Performance? High Performance bedeutet für mich, egal was ich tue, so gut zu machen, wie es nur geht. Und das schaffe ich nur, wenn ich meine Gesundheit und meine Freude an der Sache nicht dafür aufs Spiel setze. So, beispielsweise viele High Performer sind High Performer, weil sie die Anerkennung von anderen Menschen haben wollen. Die haben das Gefühl, erst wenn ich abliefere, erst wenn ich irgendwie was Besonderes erreiche, erst dann bin ich liebenswert und erst dann bin ich quasi in der Gesellschaft etwas, was angesehen ist. Wenn man jetzt aber einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, was will ich eigentlich wirklich, wirklich im Innersten? Also was ist das, was ich möchte, ohne irgendwie anderen Leuten was beweisen zu müssen? Und da voll reinzugehen, dafür Leidenschaft zu entwickeln und klar, auch mal die Zähne zusammenbeißen und mal über Grenzen gehen, das gehört dazu, aber nicht dauerhaft und nicht auf Kosten der Gesundheit. Das ist das, was für mich High Performance bedeutet. Okay. Wie glaubst du, jetzt Stichwort nicht nur High Performance, sondern auch vorhin, als wir über Gesundheit und so weiter gesprochen haben, jetzt final meine Frage wäre, wenn du jetzt anguckst, wie unsere Gesellschaft gerade aussieht, es gibt ja auf der einen Seite natürlich immer ungesünderes Leben, auf der anderen Seite diese ganzen Smoothie-Stores, die aufploppen, immer mehr Yoga-Studios und so weiter und so fort. Mich würde final mal interessieren, was glaubst du, wenn sich jetzt irgendwie nichts Großes ändert, wo stehen wir heute in 10 Jahren in puncto Gesundheit? Wie wird die Gesellschaft da aussehen? Mhm. Genau, also ich glaube, und das spürt man jetzt gerade so, es gibt nicht nur so eine Einkommensschere oder quasi eine finanzielle Schere, sondern es gibt auch eine Schere in der Gesundheit, die immer weiter auseinandergeht. Es sind einmal die Aufgeklärten, die auch etwas tun, und dann gibt es die Unaufgeklärten, die natürlich überhaupt gar nichts tun können. Und was wir mit Primal State unter anderem auch natürlich machen wollen, ist, die Leute aufzuklären, was ist gesund, was ist ungesund, wie solltest du dein Leben führen, aber denen auch Werkzeuge in deine Hand zu geben, um das auch umzusetzen, weil das ist letztendlich das, worum es geht. Die Leute müssen umgesetzt werden und oder die Leute müssen es umsetzen. Ich glaube dennoch, dass die Medizin immer weitere Durchbrüche feiert, dass wir auf unseren Lebensstil vielleicht gar nicht so achten müssen. Und wenn wir genug Geld haben, dann kaufen wir uns da einfach raus. Die Frage ist, ob wir damit glücklich werden so. Und ob wir glücklich damit sind, unseren Körper komplett aus dem natürlichen Kontext zu reißen. Weil der Mensch ist keine Maschine. So, und wenn man das versteht und wenn man auf sich hört und das tut, womit man glücklich wird, ist das der richtige Weg. Ich habe aber die Angst davor tatsächlich, dass es nicht so in die Richtung geht, sondern dass wirklich die Leute ihre Krankheit mit einer Pille heilen wollen und nicht bewusst etwas für ihre Gesundheit tun. Okay, um das zu verhindern, Bewusstsein zu schaffen, jetzt abschließend nach von allem, was du erzählt hast, was ist eine Sache, die der Zuschauer, die Zuschauerin heute mitnehmen soll? Ich glaube, die eine Sache ist, nicht zu versuchen, die Gebäude immer größer zu bauen und irgendwo, wenn etwas wackelig ist, das irgendwie mit irgendwie Symptombehandlung zu lösen, sondern mal wirklich in sich zu gehen,
sich wieder mit dem Leben zu verbinden, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Und das hört sich mal so hippie-mäßig an, so mit der Natur verbinden. Aber wer wirklich mal Zeit für sich und die Natur hat und mal wirklich tief in sich geht, und das vielleicht sogar für mehrere Tage, das kann ich jedem nur empfehlen, mal für mehrere Tage einfach in die Natur zu gehen, mal tief durchzuatmen und auf sich zu hören, dann fangen wir an, ganz automatisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch was unsere Gesundheit angeht, auch was unsere Ernährung angeht. Dann müssen wir gar nicht diese riesen Gedankenkonstrukte aufbauen. Und ich meine, mit Prime Estate machen wir auch viel Wissenschaft, vieles drumherum, um die Leute aufzuklären. Aber am Ende des Tages geht es darum, das auch umzusetzen. Und das tut man nur, wenn man es halt tief in sich spürt und vom Herzen das Ganze aus macht. Okay, Janis, vielen Dank. Richtig guter Inhalt. Ich hoffe, dass wir bald hier wieder sprechen werden. Mit Sicherheit machen wir bald einen Teil 2. Bis dahin, vielen Dank. Und an dieser Stelle auch danke an alle, die hier zugehört und zugeschaut haben. Es gibt mit Sicherheit irgendwo auf dieser Seite, wo das Video erscheint, noch weitere Links. Einmal zu dem Keto-Paket für alle, die ketogene Ernährung starten möchten. Und auch allgemein zu primestate.de und zu den Studien, die in diesem Video erwähnt wurden. Bis dahin wünsche ich allen einen wunderschönen Tag, viel Energie und bis dann. Ciao.